Wen wundert's? Beim Highlight der 5. Hofer Springtage sehen sie alle etwas bedröppelt aus. Logisch, fast ununterbrochen hat der Himmel seine Schleusen geöffnet. Positiv gesehen hätte es auch weit schlimmer kommen können. Wir haben 3 Tage sehr, sehr schönes Wetter gehabt. Eigentlich für die Reiter optimal, auch nicht so heiß wie letzte Woche zum Beispiel in Grafenrheinfeld waren über 40 Grad, wo auch wieder die Reiter weggeblieben sind. Aber heute war es natürlich wieder das ganz andere Extrem. Aber man muss damit leben. 14 Paare stellen sich den Bedingungen beim Abschlussspringen, dem großen Preis von Hof, ein 2-Sterne-S, bei dem wir uns gleich auf die Siegerrunde konzentrieren. Matthias Lukas vom RSC an der Läuber mit dem ersten fehlerfreien Umlauf. Und ein solcher gelingt darauf auch ihr, der Nürnbergerin Nicoletta Stein. Sie ist auf Asti aber noch mal dynamischer unterwegs, geht die Hindernisse noch enger an. Und das schlägt sich natürlich auf ihre Zeit nieder. In 43,21 ist sie gute 2 Sekunden schneller als Lukas, übernimmt die Führung. Und es kommt nur noch einer, der diese streitig machen kann. Hans-Peter Konle vom RC Kübs auf Coco Chanel. In der Tat bleibt er auch fehlerfrei, doch die Sekunde, die er im ersten Umlauf an Vorsprung auf Nicoletta Stein hatte, kassiert er in der Siegerrunde als Rückstand, Platz 2. Er kann es verschmerzen, denn der Oberfranke wird erfolgreichster Reiter des Turniers. Ist nach Katja Dellert, Meredith Michaels-Bärbaum, Carina Köber und Thomas Knorre Nummer 5 der Sieger beim großen Preis von Hof.